Leute, die machen Easy-Jet-Setting, die kommen mit dem Easy-Jet am Donnerstag oder Freitagabend, die besorgen sich dann irgendwelche billige Drogen und die machen dann 3 Tage Tanzen, die Nacht durch im Berghain oder im Watergate. Gegen den Tourismus in Kreuzberg auf die Straße gehen und dann nach Kreta fahren. Vom Tourismus profitiert die ganze Stadt, auch der Staatssäckel. Aber natürlich ist es wie immer so, die, die schon am meisten haben, profitieren am meisten auch am Tourismus. Der Tourist ist letztlich ein Konsumsklave. Da geht es quasi darum, dass also man mehr oder weniger hysterisch in Bewegung ist und irgendwie halt Umsatz gemacht wird. Ein Freund von mir wohnt in Mitte und der meint am Wochenende, er muss zumachen, weil Tag und Nacht einfach auch oft kostümierte, betrunkene Horden von Touristen durch die Straßen torkeln. Also es ist wirklich ein ganz jahres Volksfest. Wir werden große Wasserpistolen mit maximaler Reichweite kaufen und dann auf Touristenjagd gehen. Wir werden Touristenbusse einkesseln und zum Halten nötigen und Touristen fotografieren, so wie sie auch die Einheimischen hier fotografieren. Also es wird zurückgeblitzt. Wir werden sie in ein Album kleben, so wie die Touristen ihre Bilder auch in ein Album kleben.